Ja, ihr kleinen Affen, und damit herzlich willkommen in einer neuen actionreichen Batman-Woche. Ja, wir haben in der letzten Aufnahme... Die Skibrille. Wir haben in der letzten Woche den Weihnachtsmann umgehauen und haben das Schiffchen hier vom Pinguin gefunden. Oder aufgesucht. Ja, und da werden wir auch gleich mal reingehen hier. Mal sehen, was uns hier erwartet. Schwarz. Blitz dich auf, Batman! Was für eine Fledermaus bei einer Messerstecherei! Dein Aufschnitt, Fledermaus! Ah, bist du da? Schwuppt ab hier keine Messer mehr. Willkommen zu den Dienern! Raus noch fünf! Kessel raus, Wisst ihr, ihr Typen, in der erste Runde bringt mich immer wieder. Bam, bam, bam! Das ist der einzige Grund, warum ich euch beschäftige! Ja, außerdem muss ja auch jemand der Scheiß ausputzen! Ja! Und glaub nicht, ich hätte nicht bemerkt, dass ein paar von euch nicht auf sich selbst gesetzt haben! Ihr seid entweder geizig oder euch mangelt an Selbstvertrauen! Spricht beides nicht für euch! Oh. Euch kümmere ich mich nach dem Turnier. Aber jetzt legen wir los. Bereit für etwas Action? Oh ja, immer bereit. Der Pinguin richtet eine Art Kampfsportturnier aus. Da muss ich unbedingt hin. Reden wir doch mal über Respekt. Findet man heutzutage viel zu selten, vor allem in dieser Stadt. Aber wir wissen ja alle, dass Respekt gekauft werden kann. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, weil im Moment ist es sowieso ein bisschen leise hier. Modernste militärische Überwachungsausrüstung. Aber ich habe... die kommen. Ich wollte sagen, ich habe die Musik ein bisschen runtergedreht. Um ein Drittel oder so in etwa. Aber ich finde, die hat mich schon manchmal ein bisschen übertönt. Schließlich bin ich ja hier die Hauptperson. Na, könnt ihr keine Türen aufmachen? Der hat eine Waffe, oder? Das finde ich aber nicht gut. Bam! Aua! Ja, ihr kennt das ja schon, dass das hier ein bisschen, wow! Kompliziert ist mit dem Sprechen und den Leute umhauen gleichzeitig. Aber wir packen das schon. Wir sind zu viele für ihn. Nein, ich schaffe alle. Der hat noch eine Knarre. Wir haben ja gelernt auch von der letzten Aufnahme. Auf die Waffen sollte man aufpassen. Wenn niemand Waffen hat hier von den Gegnern. Bam, bam, bam. So wie du. Ich brauch Hilfe, bitte. Nein, es ist aus. Das sah schon mal nicht schlecht aus. Ich wollte euch mal noch fragen, vielleicht habe ich das auch in den letzten 10 Folgen schon irgendwann mal gesagt. Aber ich merke mir ja nicht alles. Wie gefällt euch das denn inzwischen? So, die ersten 2 Wochen sind ja rum. Mit den Cutscenes, die ich so manchmal reinspiele. Manchmal ist es ein bisschen überraschend. Ich weiß, das hat der Spider auch schon gesagt. Pronto. Aber, ja. Ich versuche da mal was Nettes zu finden und... Wenn manchmal, oder irgendwann geht's mir sowieso das Material aus. Aber das, naja, eine Weile geht das schon noch, denke ich. Oder wollte es lieber pur sehen, nur das Spiel. Ich dachte, das ist halt so ein bisschen individualistisch, oder wie auch immer. Ja. Und andererseits wollte ich noch fragen. Wow, wie gefällt euch denn Survival Games? Gestern die Folge zum Beispiel. Wieso brennt das hier eigentlich auf dem Schiff? Hey, den gibt's wirklich. Ach, du Mickey. Mickey, weißt du, Lefty.
Lefty! Lefty? Ah. Lefty. Komm, ein Gleittritt. Ach nee, das war X. Oh, ich springe einfach ins Wasser. Genau, das war der Plan. Und natürlich fällt denen das nicht auf. Die sind nicht so hell, war die Jungs. Oh, das ist doch schon mal elegant, elegant. Krokant mit Krokant. Ich kann rhyme. Muss voll schwarz sein oder so. Ja, keine Ahnung, was ich hier wieder laber. Kann ich eigentlich... Uah, was macht der? Der hat... Ach, das ist das Waffenziehsymbol, glaube ich. Das Schwerter müssen sein. Kann ich, das wollte ich gerade sagen, kann ich eigentlich die Kisten nehmen? Also außer so wie vorhin. Komm, bam. Auf den Kopf. Ja, kann ich, Kiste? Kiste? Nein, ich glaube nicht. Das ist nur so. Warte mal, da stand doch RB. Aber RB ist doch Greifhaken. Na gut, na gut. Wow, hier ist schon wieder Wasser. Da wird man kann doch nicht schwimmen. Oh, ich glaube kaum, dass ich das so machen muss. Das ist der Greifhaken. Doch, das geht. Aber keiner sagt es mir. Das ist so gemein, das Spiel. Okay, jetzt stehe ich hier. Und dann muss ich mich jetzt daran ziehen, denke ich mal. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Ich fahre mit nem Floß. Wie lass ich denn los? Ach so. Schieß. Zieh. Hui. Ist das lustig. Ja, lass wieder los. Und jetzt dahin? Was ist das? Nein, das brauche ich doch gar nicht mehr. Muss da hoch, oder? Nee, doch nicht. Dann zieh dich halt. Zieh. Zieh. Ach so, ich verstehe. Kaputt machen. Oh, jetzt brauche ich nicht mehr so genau zielen. Jetzt schieße ich direkt. Oh. Ja. Ach, das... Kann das sein, dass das der Abgrund ist? Wo ich vorhin rüber geguckt habe. Kann sein. Gut, Robert. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Hörst du nicht drauf? Du schlägst wie eine Schwuchtel. Ich harte Worte. Na gut, Jungs. Der Rest von euch zu. Aua. Den Losern wird sich ohne ich darf hier nicht lang. Diese heiße Luft. Ihr kriegt das bestimmt hin. Ich muss mich um Geschäftliches in meinem Büro kümmern und will nicht gestört werden. Tracy leitet die Kämpfe, bis ich zurück bin. Ah, was? Pinguin. Klingt, als ob der Pinguin in seinem Büro ist. Tracy sollte wissen, wo das ist. Ich bringe sie zum Helden. Aha, aha. Schalte 14% frei. Dann, ja, ich drücke immer wieder Pause, weil das Zeichen wie Pause aussieht. Ich wollte das Charaktermodell angucken. Wo ist das? Hier, Profil. Pinguin. Was gibt's denn hier für Infos? Oswald. Ja, das weiß ich schon, dass der Oswald heißt. Ein Schwarzmarkt-Schieber. Oh, blaue Augen. 1,50 noch nicht mal. Ja, das ist auch sehr wichtig, diese Informationen. Haben wir sonst noch irgendwas? Ah, das sind ja... Ah, verbessern können wir uns noch nicht. Geheimnisvoller Gesetzeshüter, was ist das denn? 1 von 15. Rang 10, bla 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 bla. Schalte im Kampf dreimal den Schnellbattering ein. Aha.
Halte einen mal 8 Multiplikator. Ach, ich glaube, das sind diese Trainingsmissionen. Genau. Wer sind die? Schlimmster Albtraum. Naja. Boah, spiel mal einfach weiter. Und durch da, hätte ich gesagt. Oder nicht durch da. Tür verschlossen. Muss ich jetzt das Büro suchen? Oder muss ich mir das... Der Dampf kommt nur manchmal. Ich dachte, das war komplett uns untersagt, da hinzugehen. Oh, ich bin voll glücklich, denn gestern haben wir es geschafft, endlich nach mehreren Versuchen ein paar von den letzten Maps auf Rennschnitzel aufzunehmen. Survival Games, wisst ihr? Das war gar nicht so einfach. Und heute versuchen wir auch noch die letzte. Später. Ah, da kann ich durch. Muss ich da durch? Ich muss da durch. Ja, das Ding muss ausgehen. Muss ich das irgendwo ausdrehen? Crouchen. Hot Pipes. Oder muss ich... Was muss ich da machen? Ich muss doch da durch, oder nicht? Oder muss ich das irgendwo abdrehen? Muss ich abgedreht sein? Ich meine, hier war doch irgendwo so ein Ventilgedingse. Aber ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass ich das erst abdrehen muss. Muss ich da hinfliegen? Wo ich das eigentlich auch nicht glaube. Nein, das sah nicht danach aus. Oh, Deadman. Deadman. Batman tanzt. Yeah. Awkward Dance. Lustig, hahaha. Ruffelkopter. Ja, probieren wir nochmal. Na, ah, jetzt habe ich sie auch voll getroffen, aber ich habe keine Ahnung, was das soll. Oder hört das irgendwann auf? Kriege ich da Schaden? Ich krieg da Schaden, ne? Das da oben ist doch mein Schild. Rechts dieses kleine Dingens. Und was ist da drunter? Was da gerade weggegangen ist? Oder muss ich da ziehen? Ja, da muss ich ziehen. Also ich fand es ja selber voll schlimm in der einen Folge. Ich weiß nicht, 7, 8, 9, irgend sowas müsste das gewesen sein. Fand ich voll schlimm zuzugucken, wie ich da mich so doof angestellt habe mit diesem Heckenzeug. Hier geht's ja voll ab mit Arena-Kampf und so. Flugzeug. Das erinnert mich ein bisschen an Captain Baloo. Hat bestimmt jeder von euch mal gesehen, Captain Baloo. Pom, 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 pom. Hier Don Canaille und so mit dem Flugzeug. Naja, wir springen einfach mal rein. Na, das ist mein unartiger Kerl. Richtig unartig. Und er verdient ein angemessenes Willkommen. Oder, Jungs? Ja. Du hast mir gerade eine Menge Ärger erspart, Batman. Ich bring dich um. Dann bring ich dein Herz wieder in Gang. Ah. Und bring dich nochmal um. Du bist der mit den Handschuhen. Von dem die Leute in der letzten Folge gesprochen haben. Es wird immer lauter. Ich
suche nach Black Mask. Wo ist er? Oh, ich glaube, das wird nicht so einfach. Ich bin nicht zum Reden hier, sondern zum Arsch treten. Das ist deine letzte Chance. Ich weiß, gib mich einfach mal. Der Elektrocutioner. Ein kleiner Boss, wie es aussieht. Was mache ich denn mit dem? Ich kann gar nicht rennen. Ich glaube nicht, dass ich den direkt schlagen kann. Ich werde mal versuchen. Ich kann mir mal nicht umgucken. Jetzt hätte ich versucht, nur eine Kiste zu nehmen. Mir zeigen, wo der Pinguin ist. So einfach? Na gut, ihr lausigen Magen. Verdient euch euer Abendessen. Ah, kommt nur her, ihr lausigen Magen. Jeha! Vorsicht. Ich weiß gar nicht, was ist, wenn ich direkt von so einem Messer getroffen werde, ob ich dann gleich tot bin oder ob mir das nur extrem viel abzieht. Aber ich glaube, ich will es gar nicht ausprobieren. Ja, Combo, Combo, Pombo. Ah, Baseballschläger. Komm. Allzu viel könnt ihr nicht mehr aushalten. Auf dem Pinguin. Er sucht nach Koppelpott. Könnte nicht so toll sein. Genau, ich suche nach einem Koppelpott. Ein Pott voll Cobblestones. Aber ich glaube, den finde ich ja bei Sky. Ja, da, Web. Aufgeschissen. Die sind doch noch gar nicht tot und die gibt schon auf. Aua. Ja, komm. Ich mach euch fertig. Gute Nacht, du sagst es. Oh, ich hab doch Konter gedrückt, Mensch. Ja, und der letzte Bam ins Genick. Oder im Rücken. Wen muss ich verhören? Dich? Warum ausgerechnet dich? Du gewinnst. Können wir nicht einfach Frieden schließen? Nein, ich glaube, das ist ausgeschlossen. Wo ist Cobblepot? Von mir hörst du nichts. Ein wenig mehr Druck und ich zerquetsche dir den Kehlkopf. Also? Na gut, na gut. Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Nee. Tracy ist kein Problem. Tracy ist kein Problem. Eindeutig besser als das letzte Verhör. Ja, das würde ich auch so.